Die Frage mag zwar seltsam klingen, aber Ihnen ist nicht zufällig ein blauer Stein aufgefallen, der in einem der umliegenden Gebäude verbaut wurde? Die Frage klingt wirklich seltsam. Aber selbst wenn hier irgendwo ein blauer Stein wäre, so würde er mir vermutlich nicht auffallen. Habe ich mir beinahe gedacht. In Ihrem Wagen ist ein hässlicher Kratzer. Mama mia, warum müssen Sie mich daran erinnern? Ich weiß das doch, er ist ja kaum zu übersehen. Entschuldigung, ich wusste ja nicht... Seit heute Morgen denke ich an nichts anderes. Da will ich mal einen guten Eindruck von meinen Freunden machen und leih mir diesen Sportwagen. Ach, das ist gar nicht Ihre? Nein, aber der Kratzer gehört mir. Kaum habe ich den Wagen abgeholt, schon passiert mir dieses Unglück. Beruhigen Sie sich wieder. Ist doch nicht so schlimm, ist ja nur ein Kratzer. Und so schnell wird aus einem stolzen und attraktiven Mann ein jämmerliches Häuflein Elend. Ich bin mal kurz weg. Schade. Da ist kein Wasser drin. Da wird schon lange nichts mehr verkauft. Die Decke ist angestrichen. Es lässt sich leider nicht erkennen, ob da einer der gesuchten blauen Steine drin verbaut ist. Vielleicht lässt sich die schon fast abbröckelnde Farbe irgendwie von der Decke entfernen. Schon beeindruckend, wie sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert. Ich möchte lieber gar nicht wissen, wie alt die Kaugummis sind. Zumindest muss man schon mit Eurocent bezahlen. Früher hätte man für 5 Cent eine ganze Packung Kaugummi bekommen. Heute reicht's nicht mal für ein einziges. In dem Kasten befindet sich auch der Schalter für den Brunnen. Ich schalte den Brunnen mal an. Passiert nichts. Ohne Wasser ist das aber auch nicht sonderlich überraschend. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Ich werde mal versuchen, die Uhr wieder in Gang zu bringen. Der Mechanismus scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Vermutlich wird sie gleich wieder stehen bleiben. Das Uhrwerk gehört zu der Uhr, die draußen an der Metrostation hängt. Wozu soll ich eine Uhr wieder zum Laufen bringen, die eh gleich wieder stehen bleibt? Keine Antwort? Na, dann lasse ich es lieber bleiben, bis ich eine gefunden habe. Die Uhr ist stehen geblieben. Gar keine so schlechte Idee. Ich lege die Kerze auf den Minutenzeiger und ziehe die Uhr auf. Wenn der Zeiger dann weiter wandert, rutscht die Kerze irgendwann vom Zeiger runter, fällt auf den Wagen und löst so die Alarmanlage aus. Ich muss nur sicherstellen, dass ich mir währenddessen ein Alibi besorge. Ein teuflischer Plan, der mich vermutlich viele Sympathien kosten dürfte. Wäre das hier ein Computerspiel, würde man es vermutlich als gewaltverherrlichend einstufen und auf den Index setzen. Aber leider ist das hier kein Spiel, sondern bitterer Ernst und ich muss die Welt retten. Und für Weltenretter gelten nun mal andere Gesetze. Also, auf geht's! Hallo, Sie warten noch immer? Ja, hoffentlich haben sich meine Freunde nicht verfahren. Was? Das ist doch... Mein Auto! Halt! Wartet! Ihr fahrt in die falsche Richtung!
Ihr müsst doch hier abbiegen! Halt! Na, so ein Mist! Jetzt bin ich komplett durchnässt. Das nennt man dann wohl Kettenreaktion. Es ist eine Katastrophe. Wie mein ganzes Leben. Eine einzige Katastrophe. So schlimm, dass Sie Ihre Freunde verpasst haben? Meinen Sie nicht, dass Sie den Weg trotzdem finden werden? Ja, vielleicht. Aber es geht ums Prinzip. Mir will einfach nichts gelingen. Alles geht schief. Ach, Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Tage. Darauf warte ich schon seit Jahren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. Der ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte ihm folgen und aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Schließlich bin ich ja nicht ganz unschuldig an seiner Stimmung. Puh, ich dachte schon, er will sich was antun. Hübsch. Derzeit keinerlei Badebedarf vorhanden. Ist mir ein Rätsel, wie sich die Statue auf irgendeine Art und Weise manipulieren lassen soll. Ich habe keine Ahnung, wen diese Statue darstellen soll. Und eine Plakette mit näheren Hinweisen ist nirgendwo zu sehen. Die Zeitung von gestern. Mein Französisch ist etwas eingerostet, aber soweit ich es überblicken kann, ist die... Oh, hier ist ein Bericht über die gesunkene Calypso. Das Schiff, auf dem ich auch beinahe abgesoffen wäre. Offenbar konnten fast alle Passagiere gerettet werden. Und darunter ist eine großformatige Anzeige von diesem Fernsehprediger Pat Shelton und seiner Puritas Cordis-Sekte. Das überhastete Zusammenkommen der weltlichen Führer in New York beweist nur eins. Weder die selbsternannten Staatsoberhäupter noch die sogenannten Wissenschaftler haben eine Antwort auf die größte aller Katastrophen, die uns nun bevorsteht. Doch wie sollten sie auch? Nur der unerschütterliche Glaube an die Macht Gottes kann uns leiten. Nur er kann das Licht sein, das uns aus dem dunklen Tal hinausführt. Der Prophet Zandona sah das nun nahende Unheil bereits vor Hunderten von Jahren voraus. Er prophezeite, die alte Weltordnung wird zugrunde gehen, jeglicher weltliche Besitz wird in Trümmern liegen und aus der Asche der Dekadenz wird sich strahlend und rein das neue Reich Gottes erheben. Und daher geht mein Ruf hinaus an die Menschen, auf dass er in ihren Ohren klinge wie der letzte Donnerhall und sie die Erkenntnis ereilt, kommt in die rettenden Arme von Puritas Cordis, kommt, bevor es zu spät ist. Ich mag diesen Pat Shelton und seine Puritas Cordis-Sekte ja nun nicht wirklich. Genau genommen halte ich sie für einen Haufen Schwachköpfe. Das Problem ist nur, dass ich mittlerweile das Gefühl nicht loswerde, dass sie durchaus strukturiert vorgehen und einen konkreten Plan verfolgen. Den Plan, die apokalyptische Prophezeiung von Zandona in die Tat umzusetzen. Deswegen sind sie zwar immer noch ein Haufen Schwachköpfe, aber möglicherweise ein Haufen extrem gefährlicher Schwachköpfe. Unterschätzen sollte man die jedenfalls nicht. Hallo, wieder alles in Ordnung? Ich mache mir echt Sorgen um Sie. Oh, hallo. Ja, ist nicht mein Tag heute. Erst zerkratze ich mir mein Auto und dann verpasse ich auch noch meine Verabredung, die jetzt vermutlich irgendwo auf dem Weg Richtung Spanien ist. Oh, ich fürchte, dass ich zumindest für die verpasste Verabredung verantwortlich bin. Kann ich irgendwas für Sie tun? Irgendwas, das Ihre Laune wieder etwas aufbessert? Nett gemeint, aber ich laufe schon seit Jahren meinem Glück hinterher. Es ist einfach schneller als ich. Man kann das Schicksal nun mal nicht ändern. Der arme Kerl ist ja fix und fertig. Nina? Du musst dir dringend was einfallen lassen, sonst kriegst du bald nur noch Angebote als Filmbösewicht. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar, schon aus purem Mangel an Energie. Wie es scheint, kann der Straßenkehrer ja doch schnell arbeiten. Die ganze Brücke glänzt wie neu. Tja, der Bus, auf den Herr Rossi gewartet hat, ist hier falsch abgebogen, durch die Pfütze gefahren und hat damit den Straßenfeger komplett durchnässt. So gab es für den keinen Grund mehr, nicht auf der verregneten Brückenseite zu fegen. Man muss das Leben nur verstehen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und da ist auch einer der gesuchten Steine.
Der Stein sitzt ziemlich fest, den bekomme ich so nicht raus. Mit der Spitze kann ich vielleicht den Sand drumherum ein bisschen wegkratzen. Und jetzt den Schirm als Hebel einsetzen. Dieser Stein ist mein. Enten. Hübsch. Der französische Staatspräsident mit seinem fotogensten Lächeln. MGs, Handgranaten, Maschinenpistolen und jede Menge Munition. Scheint hier keine besonders ruhige und friedliche Gegend zu sein. Mittelmäßig schön, mittelmäßig alt, mittelmäßig angezogen. Alles in allem ziemlich mittelmäßig. MG. Lauter Hinweise für die Bürger, wie sie sich zu verhalten haben. Im Falle von Problem, Unernst, Über, Not und anderen möglichen und unmöglichen Fällen. Mittelmäßig schön. Egal, was da drin sein mag, ich fass nicht rein. Und damit hier ja keiner auf dumme Ideen kommt, wird diese Option gar nicht erst angeboten. Wenig los hier. Ja, und hoffentlich bleibt das auch so. Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Bevor ich die... Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Bevor ich die nicht... Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Bevor ich die nicht alle eingesetzt habe, brauche ich mich... Im Mosaik fehlen offensichtlich... Im Mosaik...